Moin, ihr Helden. Heute bin ich unterwegs und muss mit Bus fahren. Die zweite Klasse. Aber jetzt habe ich was gefunden. Markthalle. Oh mein Gott. Markthallen sind halt echt geil. Da gibt es eher so Streetfood. Ich zeig das mal so ein bisschen. Hier. Und ich habe mir Torta bestellt. Torta ist wie so ein Sandwich hier in Mexiko. Leider ist es nicht vegetarisch. Und seit ich aus Bacala bin, war ich dann 4 Tage, hatte ich vegetarisch gegessen. Weil Chris ist auch Vegetarier und das fand ich eigentlich ganz cool. Da habe ich mich ein bisschen angeschlossen. Mir ging es dadurch echt gut, habe mir nichts vermisst, war geil. Aber jetzt halt wieder bin ich hier gelandet. Das ist halt mega günstig, wie so ein Streetfood-Markt. Ich bin mal gespannt, wie es hier wird. Wie das aussieht, seht ihr dann und dann geht es auch weiter, weil ich muss zu dem Autobus Progresso und da muss ich dann los und wie das ausschaut, seht ihr dann jetzt gleich. Hier sieht man, wie Tortillas gemacht werden. Richtig spannend. Ich blende das jetzt mal ein. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. Other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. All gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. So, jetzt war ich da drin in der Markthalle, hab mir eine Torta geholt und jetzt sieht man hier nochmal die Markthalle hinter mir. Hier ist die Kirche, ist so in Mérida, also ist jetzt bei mir um die Ecke. Ist eigentlich ganz cool, da wie ich angekommen bin, war da Musik und die war echt gut. Hier gegenüber ist so ein kleiner Park, finde ich auch ganz nice. Ja, aber jetzt bin ich eigentlich schon wieder zu spät zum Bus und ich hoffe, den bekomme ich noch. Was der Torta gekostet hat, blende ich dann auch noch ein und bis gleich. Wenn man was zu essen hat, dann will man meistens auch was trinken und gerade hier ist es echt warm und man sieht immer solche Getränke hier in Mexiko oder in so Städten oder Orten und das ist so im Endeffekt wie so ein Saft. Oder Limonaden gibt's. Dann gibt es auch noch so ein ganz traditionelles Getränk mit Reismilch, was ich ganz cool finde, aber ist mir zu süß ein bisschen. Und ich blende es ein, wie teuer das hier ist. Das ist echt Wahnsinn. Und das hatte ich hier geholt. Echt cool. So ein kleiner Stand. Man denkt an nichts Böses und dann hat man hier einen echt coolen Drink. Und ja, jetzt bin ich auch hier an der Busstation. Muss jetzt noch mal genau gucken, ich glaube, da geht's rechts rein und dann geht's wirklich los mit Bus. So Leute, in der sichersten Stadt Mexikos bin ich jetzt angehalten worden von der Polizei. Ich soll bitte die Maske aufziehen und jetzt werden wahrscheinlich mehr Videos kommen mit Maske. Ja, die nehmen es hier schon ernst und man merkt es schon. Also die sind da mega auf Sicherheit aus und Safety first. Finde ich echt cool. Also glaub nicht, dass es im Ausland anders läuft wie in Deutschland. So sieht es hier so ein bisschen aus. Echt ganz cool. Ich habe jetzt noch 15 Minuten, dann geht's los. Ich gehe nochmal aufs Klo. Und dann bin ich wirklich im Bus. Mal gespannt, was das für ein Bus ist. Ihr seht es dann auch gleich. Moin, wir sind jetzt hier im Bus. 2. Klasse. Ich
Ich würde sagen, die Sitze sind bequemer wie in Deutschland. Und jetzt kommt's. Hat Deutschland auch sowas hier? Ein Schutz für Corona? Ich glaube nicht. Und ich war eben auf Klo. Da habe ich zwar 5 Peso bezahlt, aber so sauber habe ich das in Deutschland auch nie gesehen. Also Leute, ihr müsst mal nach Mexiko kommen und euch das anschauen. Und mir gefällt es hier echt gut, also kann man gar nicht meckern. Und ja, gleich dann mehr, wenn ich dort bin. Ich weiß gar nicht, wie lange ich fahre. Und ich hoffe, ich kann vielleicht noch einen anderen Ort reinbauen. Aber das werden wir sehen. Ja, das war's schon. Jetzt schaue ich mir die Gegend noch ein bisschen an. Ich liebe Busfahren hier. Also ich würde gar nicht fliegen wollen, auch wenn Fliegen sehr günstig ist in Mexiko. Würde ich gern weiterhin mit Bus fahren, weil ich sehe dann eigentlich einfach mehr und ich finde es mega entspannt. Und wenn die Fahrt dann doch länger dauert, kann ich dann mit dem Laptop so ein bisschen rumspielen. Richtig cool. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best belief. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. In Puerto Progreso und der ist bekannt, der Platz, für seinen Strand. Jetzt schauen wir uns das mal an. Natürlich ist es perfekt. Ja, jetzt schauen wir uns das mal an. Ihr seid natürlich dabei. Soll ein echt schöner Strand sein. Obwohl ich von Strand genug habe. Aber den Platz will ich noch mal sehen in Yucatan. Also ich wollte mal einen Strand in Yucatan und nicht nur in Quintana Roo. Und das ist dann mal vielleicht doch ein bisschen was anderes. Ich bin jetzt angekommen hier an der Playa. Hier ist die Playa. Hier sind ganz viele Restaurants, die aber echt, boah, ich will gefühlt alle Meter hat mal eins auf, sonst ist da alles zu. Ich denke, das sind halt einfach die Auswirkungen. Und ja, jetzt werde ich mal ein Plätzchen mir suchen und chill mich mal irgendwo hin und vielleicht mit einem guten, frischen Drink. Und mal schauen, was es wird, oder? Naja, aber ich muss auch ein bisschen gucken, ne? dass ich nicht zu viel ausgebe, weil ich wollte ja eigentlich mir nur mal den Fleck hier anschauen, aber hier ist gar nichts los. Also meiner Meinung nach, der Strand ist echt weitläufig und ist nicht viel los. Ich zeige euch das mal. Also echt nichts irgendwie. Aber ist auch eigentlich ganz cool. Dann muss ich mir keine Sorgen machen um mein Gepäck, aber hier ist echt die Polizei auch wieder so präsent, also brutal Wahnsinn hier, muss ich sagen. Also ich habe bisher noch nicht einen Moment gehabt, wo ich irgendwie Angst hatte oder sonst was, also macht euch keine Sorgen. Tobi, ich habe eingetauscht, hier habe ich das Corona geholt
Ey, die haben eigentlich besseres Bier, Tobi, ohne Scheiß. Aber ich habe das gesehen und dann dachte ich mir, Corona, familiar, finde ich ganz cool. Und dann dachte ich mir, das habe ich zum ersten Mal jetzt auch gesehen. Deswegen, ja, habe ich mir das gekauft. Wenn ihr solche Flaschen kauft, dann gibt es Pfand. Ja? Also ihr müsst es wieder abgeben. Ihr kriegt dann so einen kleinen Zettel, so ein, quasi eine Quittung. Und die gebt ihr wieder ab und kriegt dann den Pfand zurück. Bei Dosen sieht es anders aus. So müsst ihr das handhaben hier. Und ja, ich finde es immer ganz cool, weil das ist ein kleiner Laden. Nicht so touristisch. Und hier fühle ich mich wohl. Und ja, geil. Und der junge Mann schaut Fußball. Juve kommt gerade. Bis das ausgestrahlt ist, ist, glaube ich, oh Gott, ich weiß nicht, wie viele Tage vergehen. Ja, und dann gibt es hier so einen kleinen Öffner. Hier. Hier wird es dann geöffnet und dann kann man das mitnehmen am Strand. Dann sage ich mal tschüss und bis gleich am Strand. So, Tobi, endlich löse ich die Wette ein. 5 Euro für ein Bier, richtig cool. Danke, Mann. Und ciao. Ich trinke nicht nur, also nicht jeden Tag. Das war jetzt mal eine Wette. Und dann kommen auch wieder Aktivitäten. Und ich hoffe, nicht zu knapp. Und dann seid ihr natürlich wieder dabei. Eingehauen. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together. Take me back where I've been wrong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I've been wrong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring of my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told me. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. So, das war's jetzt von dem heutigen Tag. Ich bin eben mit dem Kollektivo gefahren und nicht mit dem Bus. Ich wollte eigentlich nur nach dem Weg fragen. Und dann sagt er mir, ja, steige ein. Ich, okay, alles klar. Ja, dann war es ein bisschen unvorteilhaft bzw. unkomfortabel. Und ich habe dann dementsprechend 10 Cent weniger bezahlt. Und ja, bin dann mit einem kleinen Bus gefahren, aber von der Zeit her war es selbe und es war halt ein bisschen enger, aber trotzdem klimatisiert und alles war gut. Ja, und jetzt laufe ich gerade durch die dunklen Gassen Meridas
und lass das alles nochmal auf mich wirken. Also die Farben sind echt cool. Ich weiß gar nicht, ob das dann immer so zur Geltung kommt, weil da vor mir geht die Sonne so ein bisschen unter, aber hinter den Häusern. Geile Farben, also die Farben hier von den Gebäuden finde ich richtig cool. Ja, vielleicht gehe ich dann nochmal raus was essen. Und wenn ich dann draußen bin und was essen bin, dann seht ihr das natürlich auch. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, ich bin dann doch nochmal was essen gegangen, beziehungsweise bin auf dem Weg dahin zum Chaya Maya oder La Chaya Maya. Das soll anscheinend ein total famous Restaurant sein. Und ja, das gönne ich mir dann natürlich auch mal. Und scheu keine Kosten, um euch nur das Beste Yucatans zu zeigen, weil das typisch bekannt für typisch. War ein bisschen laut. Das ist bekannt für typisch Das ist bekannt für typisch yucatanisches Essen. Und das möchte ich natürlich dann ausprobieren. Das ein und ich werde dann auch das andere Essen mal kurz so einblenden, was ich dann vor 2 Tagen mal hatte. Und das war spontan. Deswegen, ja, wenn ich da bin und ich hoffe, ich bekomme einen Platz, weil die, die bei uns im Hostel arbeitet, meinte, oh, wenn du Glück hast, bekommst du einen Platz, wenn nicht, dann nicht. Obwohl hier echt viel, ja, obwohl hier gar nicht so viel los ist, aber das, der Laden muss laufen. Ja. Ich habe Bilder gesehen, also sieht von innen richtig cool aus. Ja, ihr werdet es gleich sehen und ich muss dann mal schauen, dass ich mal Gassenlauf, die nicht so dunkel sind, dass man mich erkennt. Aber das kriegen wir hin. Bis gleich. Jetzt sind wir da. Hier ist es. Ich muss es mal einblenden. Nur hier sind die Straßen ein bisschen kleiner. Jetzt muss ich die Leute mal vorbeilassen. Hier ist der Schriftzug. Und hier geht es rein. Ist ein Riesenteil. Also ich krieg da auf jeden Fall Platz. Ihr seht es jetzt gleich. Ich bin jetzt hier. Ich bin total abseits. Hab so einen kleinen Tisch bekommen, was ich sau krass finde. Man bekommt Plastiktüten für meine Maske rein. Finde ich ein bisschen too much. Ja? Ich denke, ihr seht es genauso. Ich zeige euch das mal alles hier jetzt gerade. Ich werde auch später nochmal ein Video machen von drin, von dem Innenraum, weil der sieht ein bisschen aus wie so ein Dschungel. Da bin ich eben vorbeigekommen. So, und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch das mal. So, ich habe mein Getränk bekommen. Das ist, ich muss nachlesen. Agua de Chaya con Lima. Chaya, habt ihr schon im anderen Video gesehen, wo ich mit Tomek an der Cenote La Noria war? Also das ist das mit der Blattspinat. Ich werde es einblenden, was das für ein Video war. Und das ist halt echt traditionell, so hier in Yucatan. Damals schon bei den Mayas bekannt, gilt als Superfood. Aber ihr müsst das Video euch anschauen, da habe ich glaube ich auch einen kleinen Text geschrieben. Und das ist mit da in diesem Getränk mit drin. Ich habe noch nicht getrunken, aber ich stoße mal mit euch an. Prost. Und es ist alkoholfrei. Ciao. Alles klar. Läuft. Ja, mega, mega geil. Also ich habe eben schon gesagt, dass ich keinen so Bock habe auf Süßes und antialkoholisch. Was ich auch immer ganz cool finde, ihr könnt es auch immer hier bestellen. Beziehungsweise wenn ihr es nicht bekommt, könnt ihr es nachordern. Kostet eigentlich auch nichts. Da sieht man es, da ist so ein bisschen Salz und so eine schärfere Soße. Also ihr könnt immer eine Schärfe dazu bestellen. Das ist halt echt geil hier.
Und manchmal bekommt man 3 Soßen. Also das ist schon eine geile Sache. Ich habe jetzt auch mein Essen bestellt. Ich werde es euch jetzt mal zeigen. So, einmal die Suppe, Crema de Chaya. Da, ja, wieder Chaya. Man sieht es also immer öfter. Ist mir geraten worden, habe ich genommen. Ist natürlich auch ein bisschen teuer, aber wie gesagt, ich will ja keine Kosten scheuen. Und hier einmal das hier. Das ist beides vegetarisch. Da wollte ich auch mal drauf achten. Und zwar ist das, das ist schwierig zu sehen, Orden de Panuchos. Und das sind so 3, wie so Tortillas. Aber ich bin mal gespannt. Wie ich es schon erwähnt hatte, kam er jetzt gerade. Und was hat er gebracht? So ein paar von den Chips und die pikanten Soßen. Ja? Ich werde das beides jetzt mal einblenden. Finde ich echt cool. Also ohne jetzt etwas zu sagen. Also wie ihr seht, eigentlich braucht man da nichts zu sagen. Ihr kriegt es so, aber ihr könnt danach fragen und dann bekommt ihr das auch. Und das ist eigentlich so ganz normal hier. Und das finde ich halt echt cool. Ich blende es ein. So, jetzt mal von der Seite. Ich muss doch mal die Linse abnehmen, weil irgendwie ist es sehr unscharf. Ich habe das nicht anders hinbekommen. Hier also nochmal die Chips. Hier die Soßen. Das ist so eine Bohnensoße. Mit so Bohnen. Und es ist warm. Und das muss so eine schärfere Soße sein. Ich bin mal gespannt. Nee. Ist nicht scharf, beides warm. Es muss irgendwie so eine, ja, ich würde sagen, so eine Linsencreme und das ist so eine Bohnencreme. Jetzt weiß ich wieder. Schwarze Bohnen, das heißt irgendwie was mit Negro. Negro ist schwarz im Endeffekt, also schwarze Bohnen und ich glaube, das sind helle Bohnen. Und das legt man eigentlich immer hier zu den Nachos dazu. Und ich finde es so geil. Das schmeckt, also sowas kenne ich in Deutschland gar nicht so, wie die das immer zubereiten. Richtig cool. Schmeckt mir saugut. Und dann eben so die Salsa. Tut mir leid. Dann eben so eine Salsa. Ja, Tomaten, Zwiebeln, wie man es kennt. Einfach gemacht, aber gut. Die ist scharf. Ich denke, das ist Habanero. Ich lieb's scharf. Und die ist richtig scharf. Und ja, die kann ich vielleicht später nochmal gebrauchen. Wenn die Vorspeise die Suppe kommt, seht ihr das natürlich. Und wenn die andere Sache kommt, seht ihr das natürlich auch. Und ansonsten, der ist echt geil. Also richtig cooler Saft. Nicht so süß, einfach gut. Ja, Prost. Die Suppe ist gekommen. Die riecht Hammer. Ich habe noch nie eine Suppe so gerochen. Also natürlich habe ich schon mal gerochen, aber ey, die kam ja an und da kam schon so ein Zug an und die riecht einfach richtig cool. Zeige ich euch jetzt mal. Also ich würde sagen, das ist jetzt das vornehmste Essen, was ich bisher hatte. Oder in einem Restaurant und so. Finde ich ganz cool. Ich liebe es jetzt schon. Ich esse so selten Suppen und müsste ich viel öfter essen. Und die ist echt richtig cool. Hat echt was von dem einen Tag in der Cenote mit dem Chaya. Schmeckt mir echt gut. Da ist noch so ein kleiner Toast drin. Muss ich jetzt mal auch mal ausprobieren.
Mal gespannt, was das ist, ob das ein Toast ist. Mhm. Ja, ein kleiner Toast mit dabei. Richtig cool. Habe ich jetzt mal eine Suppe. Schön grün, schön healthy. Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist doof, ist hier ist das Licht so dunkel. Das ist alles sehr unscharf, aber gut. Hab's versucht, so gut wie möglich hinzubekommen. Ich denke, man hat es einigermaßen erkannt. Jetzt lasse ich es mir mal schmecken, bevor, weil das geht echt schnell hier anscheinend, bevor die Hauptspeise kommt. Jetzt kam die Hauptspeise und sieht richtig edel aus. Bisschen wie Tacos, aber halt viel geiler. Ja, ihr seht es jetzt wahrscheinlich verschwommen. Ich blende es jetzt ein. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Hier die Mette in der Mitte. Dann mache ich natürlich immer so ein bisschen drüber. Mach das auf für die Säure. Also hat mir schon eine geile Wärme irgendwie. Riecht super gut. Das Publikum hier ist auch ein bisschen edler, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, auch die Taco-Teile sind auch frittiert. Mal sind die nicht frittiert bei Street Food. Ja, irgendwie fehlt da eine Schärfe. Jetzt nehme ich die scharfe Soße, die ist echt scharf. Ich mach da noch ein bisschen drüber. Aber muss sagen, haut mich nicht so weg. Da war die Suppe geiler. Aber auf alle Fälle mal was anderes. Und mit der Schärfe ist jetzt auch besser. Erinnert mich an irgendwie was, aber wenn ihr so das Streetfood in Mexiko gewohnt seid oder generell so das Mexikanische, ist komplett was anderes gerade. Mit Paprika, Tomate, Zwiebeln, aber alles so ein bisschen anders zubereitet, nicht so Streetfood-mäßig, sehr schnell, schnell. Das ist eher, ja, es war länger in der Pfanne, würde ich jetzt mal sagen. Und nicht so hoch erhitzt. Vielleicht eher so gegart, würde ich jetzt auch noch sagen. Frische Kräuter. Da ist auch noch so eine, so ein Topping drauf. Boah, kann ich gar nicht zuordnen. Nicht so, ja, ähnlich wie so Semmelbrösel, aber ich würde sagen eher so Maisbrösel mit Butter so irgendwie angeschwitzt. Ja, aber ja, alles so ein bisschen wie geschmort. Hat was. So, ich esse dann mal weiter. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow,
somewhere in the great unknown. Ich bin jetzt gegenüber in so einem kleinen Park. Was ganz geil ist an den kleinen Parks, die haben alle WLAN, Wi-Fi und ist umsonst, da chillt dann jeder und kann ein bisschen im Internet rumsurfen. Finde ich ganz cool, dass es sowas gibt. Und ja, wenn man, Mensch, weil ich habe keine Payback-Karte, beziehungsweise so eine SIM-Karte für Internet draußen, nur im Hostel und da nutze ich halt immer das Internet. Ja, was das Ganze gekostet hat, es waren 214 Peso, sind dann umgerechnet und da denke ich mir, oh Mann, ist das viel, aber wenn man denkt, what, das ist ja nichts, ja, ist eigentlich auch so, ja, aber von dem Geld kann ich halt dann 3 Tage essen und dann ist es für mich schon wieder viel und ich kann halt so Sachen halt nicht immer raushauen. Außer ich bekomme mal vielleicht eine Spende. Dann würde ich extra separat so Videos machen. Ansonsten muss ich mich muss ich mich einfach mit dem Essen abfinden, was ich habe. Und das ist halt dann eher so Supermarkt-Fertiggerichte, um halt einfach das Reisen zu verlängern im Endeffekt. Und das ist halt eine gute Alternative. Ja, und das wollte ich eigentlich nur noch mal mitteilen. Dann war es das schon von dem Tag heute. Und ich bedanke mich für alles und für, ja, gebt mal einen Daumen hoch oder runter, wie ihr wollt. Und wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann kommentiert doch auch mal, warum, weshalb, was ich ändern kann. Und ansonsten, ja, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Seid frei mit all euren Meinungen und ja, dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Morgen gehe ich schon wieder woanders hin. Wo ich hingehe, zeige ich dann 2 Tage später wahrscheinlich. es wird auf jeden Fall, ich habe da auf jeden Fall noch 2-3 Sachen vor. Ich habe auch einen Local kennengelernt, vielleicht mache ich mit dem noch was. Und ich habe hier jemanden im Hostel, der verbreitet keine gute Stimmung. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich schon, ja, nicht verlängere, weil eigentlich wollte ich verlängern. Aber wegen dem, das ist das erste Mal, wo ich so jemanden im Hostel habe. Vielleicht zeige ich da auch noch mal ein bisschen mehr. Werden wir sehen. Ansonsten, er bleibt gesund. Seid immer positiv und be a hero. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.